So, Feierabend, endlich eine Runde VR zocken. Was ist das denn? Das Gesichtspolster löst sich ab. Ja, da brauchen wir wohl Ersatz. Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es kein Gameplay oder Let's Play Video, sondern ein Hardware Video. Wie ihr schon im Vorspann gesehen habt, ist das Cover meiner Oculus Rift kaputt gegangen. Es löst sich langsam die oberste Schicht ab, die da drauf geklebt ist. Ist ja unschön. Und ja, nach 7, 8 Monaten bin ich echt enttäuscht, dass sich das jetzt schon ablöst, weil es ist eine Austauschbrille. Weil mein Kopfhörer kaputt war, habe ich eine Ersatz Rift bekommen. Und dass das so schnell sich dann ablöst, ist nicht in Ordnung. Da werde ich eventuell auch nochmal Oculus anschreiben. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt an VR-Cover ge gewandt und ja, die haben mir ein Set zur Verfügung gestellt, was ich euch vorstellen möchte. Und ja, es gibt ein Unboxing, es gibt am Ende dann ein Fazit, wie das Ganze mir gefällt und so weiter. Und ja, ich stelle euch jetzt aber erstmal die Seite vor. Also VR-Cover macht Cover für alle verschiedenen Headsets, die es so gibt, VR-Headsets. Hier hätten wir die Oculus Rift-Produkte. Also ich habe jetzt dieses Set hier bekommen. Nur in Blau, nicht in Rot. Aber wie ihr seht, es gibt noch verschiedene mit zwei Aufsätzen. Ganz cool, dann wenn man zu zweit wirklich spielt, kann man oder zu dritt sich eine Rift teilt. Kann man sich immer die Cover für sich zusammenbauen und ja, immer wieder abziehen von der Rift und wieder aufstecken, wenn man halt dran ist und damit zocken will. Ist natürlich für Sportspiele echt genial, finde ich. Ja, man muss nicht den Schweiß des anderen auf dem Gesicht haben, was nicht, natürlich nicht so angenehm ist. Ja, für die Oculus Go gibt es auch schon Produkte. Für die HTC. Also die haben ja echt verschiedene Sachen. Samsung und dann haben die auch noch so Einmal Einlagen. Waren die hier? Finde ich auch ganz interessant. Da kosten 100 Stück 29 Dollar. Ist für Arcade-Hallen wahrscheinlich unabdingbar, diese Teile, weil das dann schon ein bisschen ekelhaft ist, finde ich, wenn da Leute, weiß nicht, 20 Leute am Tag die Brille da tragen und da der Schweiß dann an der Brille hängt. Also cool, dass es da sowas gibt. Ja, und ich bin gespannt, wie das Ganze mir gefällt. Ich habe schon ein bisschen getestet, möchte aber noch nicht zu viel verraten. Das kommt am Ende des Fazits, weil ich will jetzt nicht nur ja, halbe Stunde, Stunde damit irgendwie verbringen mit den verschiedenen Auflagen und so weiter. Weil ich will da schon ein bisschen Zeit mit verbringen und deshalb ja, möchte ich da jetzt noch nicht so viel verraten. Das kommt am Ende des Fazits, wenn ich dann wirklich mit meinen Tests durch bin, werde ich da so ein bisschen auf jedes einzelne Polster dann auch eingehen. Ich würde sagen, erstmal viel Spaß beim Unboxing und ja, wir sehen uns. Okay, Leute, da sind wir am Unboxing-Tisch und ich würde sagen, wir packen das Paket mal direkt aus. Ich weiß auch nicht, was mir VR-Cover da geschickt hat. Lass uns mal überraschen und ja, ich fange mal an. Also hier steht: To open, please cut along. Das werden wir jetzt mal machen. Ich hoffe natürlich, dass das Bild und so weiter, Lichtverhältnisse stimmen, aber ich glaube schon, man kann alles erkennen. Da hinten sieht man auch meinen Greenscreen-Teppich. So. Dann schauen wir mal, was es Schönes gibt hier. So, hier sind zwei Sachen. So, die Tüte kommt erstmal weg. Und tschüss. So, keep your VR HMD fresh and clean. Okay, schauen wir uns mal an. Blöd wäre, wenn das jetzt für die Wife wäre. Aber ich denke nicht. Okay, da haben wir hier schon mal ein blaues Cover. Mit so einem Kunstlederbezug ist das. Gehen wir mal hier schon mal hin. Hier das gleiche. Wie das alles funktioniert, muss ich echt noch gucken. Okay, hier hält man jetzt via Lens Lab, um
Brillengläser sauber zu machen, die in die Rift oder Vive eingesetzt werden. Ein Tuch dabei. Ich bringe einfach mal hier hin. Dann schauen wir mal, da ist wahrscheinlich die Anleitung dazu, wie das Ganze funktioniert. Ja. Okay, das sieht so aus, dass wir nachher eine Halterung haben mit Klettverschluss und das dann einfach da drauf kommt. Also das ist ein dickeres. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann in der Brille. Ja, also von der Höhe her sind die schon unterschiedlich. Ist natürlich auch nicht schlecht. Kann man ein bisschen entscheiden, ob man jetzt näher oder weiter weg will. Wenn man eine Brille hat und ein bisschen weiter weg muss, nimmt man einfach das dickere Polster. Okay, das wäre das schon mal. So. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. So, Pakete sind immer toll auszupacken, weil man nie weiß, wo muss man jetzt hier. Und ich mache meistens alles falsch. Aber das sieht schon mal gut aus. Oculus Rift Facial Interface, okay. Facial. Das kommt auch mal zur Seite. Okay, das ist die Regular-Version. Da gibt es verschiedene Sets. Ich habe wahrscheinlich jetzt die kleinen bekommen. So. Haben wir einmal auch noch mal eins mit so einem Stoffbezug. Näherwand vielleicht. Leichtes Polster. Ich bin echt gespannt, wie die Tests damit ausfallen bei mir jetzt. Dann schauen wir gleich mal, wie wir die immer wechseln können. Ist hier noch was drin? Nein. Okay, sieht nicht so aus. Eine kleine Anleitung noch dabei, wie man die Dinger entfernen muss. Also man soll schon drunter greifen und nicht einfach oben an diesem Material hier ziehen, wird da nochmal erklärt. Okay, der hat elastische Bänder hier oben, wo das Ganze dann befestigt wird. Hier noch eingehangen. Mach mal den mal ab, weil wir wollen ja gucken, ob wir da irgendwie jetzt die anderen Polster dran kriegen. Auch ein cooles Schutzcover. Ich denke, das kann man auch waschen. Finde ich auch cool, wenn sowas waschbar ist. Okay, jetzt schauen wir mal. Ja, da sehen wir schon. Hier ist ein normales schwarzes drunter. Auch Kunstleder wieder. So, legen wir mal hier oben hin. So, dann machen wir mal hier dieses etwas dickere Cover drauf. Hier haben wir so einen Strich für die Mitte, um das besser mittig anzusetzen. Ist wahrscheinlich ein bisschen fummelig, das Ganze. Aber ich glaube, wenn man einmal die richtige Position hat, das ist wahrscheinlich ganz gut. Da haben wir das blaue Cover drauf. Hält aber noch nicht so ganz hier unten. Ich denke, wenn man einmal die Brille damit auf hat, dann wird sich das ein bisschen besser anpressen wahrscheinlich. Was mir jetzt direkt auffällt, dass man hier einen relativ großen Freiraum hat. Und ich hole mal kurz das Originale, ist aber ähnlich. Also, wie man hier sieht, hat man auch einen relativ weiten Hohlraum. Hier ist der nur noch mal so ein bisschen abgeklebt mit ganz dünnem Stoff. Okay. Ja, aber den hat es
Hab's ja leider zerrissen, habt ihr ja eben schon gesehen. Okay, jetzt kommen wir mal zur Rift selber und schauen mal, wie wir das Ganze einsetzen können. Ob das genauso gut geht wie mit dem Original, wie passgenau das Ganze ist. Also das geht schon mal verdammt gut. Ich habe jetzt natürlich noch kein Kabel dran. Aber sieht erstmal gut aus auf den ersten Blick. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass das relativ angenehm ist. Ich teste das mal ganz kurz. Ja, ist mit der Brille etwas fummelig jetzt, weil das schon ein bisschen dicker ist. Und was ich jetzt direkt merke, natürlich mit dem dicken Polster kommt ein bisschen mehr. Bin ich im Bild. Aber es kommt hier relativ viel Licht rein. Ist schon mal ein kleiner Minuspunkt. Aber hat damit zu tun, weil das hier so ganz dick ist. Und ich bin mit der Brille gerade hier und an den Seiten ein bisschen hängen geblieben. Ist nicht ganz optimal. Machen wir das nochmal raus. Okay, also das klappt ganz gut. Machen wir hier das mal drauf, was da vorher noch dran war. Mal schauen, wie das jetzt an den Seiten hält. Also das hält super. Also der Klettverschluss arbeitet da ein bisschen sauberer. Kann am Stoff liegen. Unterseite hier ein Tick anders ist. Gucken wir uns kurz mal an. Sollte ja eigentlich der gleiche sein, würde ich mal sagen, ne? Ja, es ist fast ähnlich. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier überhaupt erkennen kann in der Kamera, aber die sehen fast identisch aus von unten. Aber der ist halt dünnerer Stoff und der lässt sich so relativ leicht drauf machen. Ich glaube, das ist echt das Fummeligste hier an der ganzen Sache, dieses Cover drauf zu machen. So, dann hat man hier nochmal eine Gummischlaufe, die dann hier drüber kommt. Das Ganze geht dann über Kreuz. Und dann muss man das hier längs einhängen. Da bin ich echt gespannt, wie das beim Spielen dann hält im Endeffekt. Hier hat man jetzt gar keine Möglichkeit mehr festzumachen, also das geht eher so von selbst. Okay, da wird wahrscheinlich jetzt gleich die Nase drauf liegen. Hat aber auch den Vorteil, dass wenn man hier dann wahrscheinlich ein bisschen so mit der Nase gegendrückt. Also, besser. Dann hat man so ein bisschen einen kleinen Schutz, damit nicht so viel Licht durchkommt. Könnte natürlich ganz gut sein. Mach ich das mal ganz kurz. Wieder in die Brille rein. Aber bei allen, wie auch schon bei diesem dickeren blauen Cover, hat man ein bisschen Probleme an den Seiten mit der Brille reinzukommen. Das muss ich schon sagen. Und das ist meine kleine, schmalere Brille, die ich jetzt gerade anhabe. So, ich gehe jetzt nochmal ran. Okay, also das fühlt sich ganz gut an, muss ich sagen. Ja, man muss sich diesen kleinen Stofffetzen wohl immer wieder ein bisschen zurecht putzen, dass er nicht gerade, sag ich mal, vor den Nasenlöchern liegt. Sonst wird es echt schwierig. Also da muss ich nochmal gucken, ob man das irgendwie anders einklemmen kann. Wird wahrscheinlich auch gehen, dass man den hier entlang einklemmen kann. Das versuche ich jetzt gerade mal ganz kurz. Ja, man kann den so hier so ein bisschen drüber stülpen.
Dann hält das auch. Jo, ja gut, Leute. Das war erstmal das Unboxing vom VR-Cover. Vom Regular-Version-Set, sag ich mal. Und ja, da gibt es noch viele weitere Sets. Mit zwei roten noch dabei und zwei von diesen Halterungen, sag ich mal. Dann kann man sich zwei direkt ausrüsten, wie man, je nachdem, wie man die haben will. Einmal mit dem und einmal mit dem oder andersrum. Einmal hier dieses Cover und kann man dann immer wechseln. Vielleicht auch, ja, wenn man mit mehreren Leuten spielt in der Familie und ich sag mal, der eine spielt jetzt Creed wie ich und schwitzt dabei tierisch. Und ja, dann will die andere Person auch noch gerne ein anderes Spiel spielen und kann es nicht verwenden, weil es total voll geschwitzt ist. Ist natürlich cool, wenn man davon zwei hat. Und ja, man zieht sie einfach raus, wäscht dieses Ding, legt das andere ein und hat ein sauberes, trockenes VR-Cover, sag ich mal. Das ist natürlich von Vorteil. Und kann ich nur jedem empfehlen, wer mit mehreren Leuten spielt, davon dann wirklich auch zwei zu holen. Das lohnt sich dann echt. Bei mir ist es nicht der Fall. Meine Familie ist da so ein bisschen VR-scheu, sage ich mal. Und da bin ich der Einzige, der es hier benutzt. Aber nachdem mein Originales jetzt hier langsam wirklich den Geist aufgibt, musste ich jetzt mal ja, was anderes holen. Und ja, ich bin gespannt, ob ich damit zurechtkomme und wie das im Gegensatz zum Originalen ist. Tragekomfort und so weiter. Aber das teste ich jetzt. Und dann mal sehen, welches am besten abschneidet. Ja, und dann gibt es auch ein Fazit im nächsten Video in ein paar Tagen. Also bis dann. Ciao.